Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Für mich geht's hier eine neue Aufnahmesession und wir haben dort hinten unser Ziel. Die goldene Brücke. Es ist nicht die Golden Gate Bridge. Zumindest wäre mir das nicht bekannt. San Francisco ist, glaube ich, im Westen von der USA. Wir sind aber, würde ich sagen, noch ziemlich weit im Osten. Weil die sind nicht einmal komplett durch die USA durchgefahren. Das glaube ich nicht. Pittsburgh. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wo Pittsburgh in den USA liegt. Von daher... Aber in San Francisco sind wir nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. So. Lasst uns mal kurz umgucken, was wir denn hier so alles finden. Kurz checken. Nur Ellie ist da, okay. So, Ziegelstein haben wir. Death for Freedom. Hoppala, was lag da? Oh, sehr schön. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Ja, mager Models. Frankreich geht ja sehr, sehr harsch dagegen vor. Wie es in Deutschland ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Man hört immer bloß von Frankreich. Wo ist jetzt hin, Ellie? Ach, da steht sie. Out of options. Sie haben keine Optionen mehr. Die Leute. So, das war's aber hier. Können wir hier hochklettern? Ne, können wir nicht. Können wir nicht. Dann gehen wir mal weiter. So. Also, wir müssen zur Brücke da hin. Mal schauen. Ellie kann nicht schwimmen. Bin mir nicht sicher, wie tief das Wasser ist. Aber es schaut schon gut tief aus. Ich schaff den. Okay. Wenn wir ihr darauf helfen, kann sie das Brett bewegen. Da geht's bloß rein danach. Oder sollten wir jetzt gleich mal rein? Ach du Scheiße, ich sehe ja nichts. Da geht's dann weiter. Aber ich glaube, da muss ich danach erst rein. Damit... nachdem Ellie das hey, Brett da. Warte hier! Los, Dingern! Mal sehen, wo das hinführt. Ja. Von diesen Floßdingern. Wir schauen mal ganz. Okay. Ja, das mit der Steuerung. Ne, bei Witcher 3 ist ja Tauchen auf Viereck. Ah, Hallöchen. Ich wusste doch, dass da unten was ist. Habe ich das jetzt eingesammelt? Ja, habe ich. Und bei The Last of Us ist es halt auf Kreis. Verdammt nochmal. What the fuck? Alter Schwede, was war das denn jetzt gerade? Das ist jetzt gerade einer vorbeigefahren. Okay, hier unten ist aber sonst... nichts mehr. Krass, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst jetzt gerade. Gott, aber nichts passiert. So, Ellie. Ja, schön. Können wir hier auch schneller schwimmen? Wie ging jetzt schneller schwimmen? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur schneller schwimmen. Aber mit so einer Europalette schneller zu schwimmen, ist. Überhaupt zu schwimmen, ist eh schon. Riesenwunder. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Achtung, Ali. Muss mal ganz kurz drehen. Keine Angst, du fällst schon nicht runter. So.
Da komme ich aber nirgendwo mehr rein, wa? Schauen wir mal ganz kurz hier, Alter. Unter Wasser, boah, aber das ist auch eine Brühe, ey. Komm ich hier rein? Warte mal, da war doch eine Treppe. Warte mal ganz kurz. Ne, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ellie, gleich. Gleich. So. Hier durch. Na, komm. Okay. So, schön. Wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee. Nur Kaffee, ja. Genau, bestimmt Joel. So, jetzt können wir mal schauen, was können wir uns denn noch ein bisschen herstellen. Wir haben zu viel Zeug. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn wir zu viel Zeug haben. Ich lasse das jetzt eigentlich mal so. Mehr noch Flasche. Da ist nichts. Ellie, ich komm gleich wieder, ne? Ich komme gleich wieder. Mal schauen, was es hier oben zu holen gibt. Sporen. Ah, eine Flasche. So, 5 Erfahrungspunkte, das ist mal schön. So, nehmen wir alles mit. Mal eine Schere, oder Klingen zumindest. So, da jetzt passt mal auf. Ich bin dafür, dass wir jetzt auf Messermeister skillen. Und danach nochmal, wenn wir Punkte zusammenkriegen, auf Lauschmodus-Distanz. Ne? Das, maximale Gesundheit, ja, ne, aber... Meister ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen wichtiger, dass wir die Klicker abwehren können. Ah, da haben wir noch ein Messer. Verstecknotiz. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. In den Regal-Apartments. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Verstecknotiz war das, ne? Können wir die umdrehen? Regal-Apartments. Mit einem roten X. Ist hier irgendwo eine Karte? Ja, bloß Scherben. Die Regal-Apartments. Hm, ein rotes X. Okay, vielleicht treffen wir die Regal-Apartments noch zufällig. Da ist komplett dicht. Alles wieder runter. Aber gut, wir können jetzt Klicker mit einem Messer abwehren. Das ist schon mal sehr nice. So, Ellie, ich komme. Ja, Taschenlampe wackelt wieder. So, und da hinten ist nichts mehr. Nein! Ja, genau das war's, was ich wollte, Joel. Genau das wollte ich. Achtung, Ellie. Oh Gott. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen.
Na komm. So, Ziegelstein ist voll. Ich höre, ich sehe nichts. Oder ich höre nichts eigentlich. Alles klar, Ellie. Komm runter. Schrei am besten noch laut rum. Edel. War noch etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Was war das da gerade? Ach, das ist bloß sowas. Ja, schön war es bestimmt. Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Eine Kaffeemaschine. Ach, ich vermisse Kaffee. Da bekommt man keine Kaffeebohnen mehr. In dieser Welt. Hoppala. Da müsste erst über eine komplette Logistik aufgebaut werden. Diese Kaffeebohnen nach Amerika verfrachten. Aber das mit Logistik wird schwer. Hier. So, 5 Erfahrungspillen. Klingen und Sprengpulver. Liegen an der Rezeption. Wahrscheinlich die Fundsachen. Was soll das denn? Du bist echt eine Marke. ja, Kombination erforderlich. Kombination erforderlich. Eigentlich sind diese Kombinationen ja dann immer im Umkreis. Die Frage ist, wie groß ist denn dieser Umkreis? Die Frage ist, wer hat diesen Safe versteckt? Beziehungsweise, wer hat den Safe... Ach, das ist eine Spiegelung von oben. Ich dachte jetzt schon. Da geht's aber tief runter. Nee, die Frage ist, wer hat diesen Safe verschlossen? War es vor 20 Jahren der Portier? Weil dann müsste die Kombination irgendwo hier sein. Ja, gleich. Bloß noch mal schauen. Okay. Was war das da gerade? Ne, das war nichts. Schade, jetzt finde ich die Notiz nicht. Jetzt finde ich die Notiz nicht. Ich schaue mal ganz kurz nochmal da drüber zu der Treppe. Ob da vielleicht irgendjemand irgendwas verloren hat. Was so nach einer Notiz ausschaut. Floor. Aber... Schaut schlecht aus. Schaut ganz, ganz schlecht aus. Notizen sind hier Mangelware, wa? Ach so, die nimmt jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich hochklettern. Was gibt's denn hier oben so alles? Ah, Hallöchen. Da haben wir was. So. Nehmen wir mal ganz kurz die Leiter. Ganz, ganz kurz nehmen wir mal die Leiter. Und platzieren sie hier hin. So, dann snacken wir uns die 10 Dinge hier noch. Von hier oben haben wir einen schönen Ausblick. Was wir denn so alles machen könnten. Als könnten wir hier hinten hoch. Weil hier ist es offensichtlich, dass wir hoch müssen. Aber da hinten könnten wir ja mal ausprobieren. Ellie, geh mal weg. Ich brauche die Leiter. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Aber das will ich ausprobieren. So, irgendwas muss das Ding ja gut sein.
Kann ich die hinstellen? Scheiße, ich kann die hier nicht hinstellen. Ich suche immer noch nach dieser scheiß Kombination. Aber die scheint nicht hier zu sein. Nee. Ich sehe auch keine andere Möglichkeit, wo ich diese Leiter platzieren könnte. Da hinten auch nicht. Jo, vielleicht finden wir sie ja oben, die Kombination. Und kommen dann nochmal zurück. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. Eine Notiz. Nachricht an die Belegschaft. Hallöchen! An alle Mitarbeiter, die Kombination des Safes für Wertsachen der Gäste wurde geändert. Die neue Kombination ist 22-10-56. Das ist doch mal nice. Da ist dicht. So. Dann müssen wir wieder zurück hier. An der Wand entlang. Aber das machen wir doch gern. Das machen wir sehr, sehr gern, wenn wir hier so eine Safe-Notiz bekommen. Harry? Okay. Lass mich mal ganz kurz hier noch zurücklaufen. Denn wir wollen ja alles mitnehmen. Soll sich ja keiner beschweren, der nach uns kommt, dass wir hier unachtsam waren oder was. So. Aufmachen. Sprengpulver, das, Munition. Und was haben wir denn hier? Was war das? Messer verbessert. Messer hält 2. What? Messer hält 2. Ach so, insgesamt 2 Treffer länger. Okay. Ich dachte jetzt nochmal 2 Treffer länger. Gut. Das war nice. Das war richtig nice. Die 2 Treffer. So. Hoch da, Joel. Ich dachte, sie hat nicht mehr. Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na pfui! Was macht sie da? Was ist nicht rechtens? Links. Ja, der ist super. Woran kann man englische Flugzeuge erkennen? Ich weiß nicht, woran? Einfach. Sie fliegen immer links. No. Verstehe ich nicht. Die Leute machen Weltuntergangswitze, als gäbe es keinen Morgen. Zu früh. Okay, genug. Erstmal. Okay, Ellie, du könntest jetzt wieder bitte in meine Richtung gehen? Dankeschön. So. Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. So, und ich würde sagen, wir gehen auch weiter in der nächsten Folge von Let's Play The Last of Us. Bis dann. Tschüss.